eine Claudio Abbado Stiftungsprofessur. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir musikalisch eine Tradition weiterführen, die ganz viel mit Weltoffenheit, mit dem Erkennen von Jugendpotenzial, die mit einer großen musikalischen Idee unterwegs ist. Es war eine Riesenfreude, nach einigen Jahren zurück nach Salzburg zu kommen, Mozarteum, diesmal als Professor. Das ist eine sehr großzügige Geste von der Heinz-Gröber-Stiftung, der eigentlich diese Stiftungsprofessur ins Leben gerufen hat, durch den Stiftungsrat Dr. Alik. Mhm. Und wir sind sehr dankbar. Ich glaube, das ist ein sehr ambitiöses, ehrgeiziges Projekt. Diese Stadt hat so etwas von Besonderes, dass diese Atmosphäre von der, was, wenn man Musiker ist, noch dabei, das ist absolut magisch. Mhm. Ein Künstler kann nicht sich halten vom Lernen. Man lebt und man bleibt jung, nur soweit man ununterbrochen weiter lernt. Ich habe ein unheimliches Glück gehabt im Leben. Mindestens drei Mentoren, der Herbert von Karajan, der Carlos Kleiber und natürlich der Claudio Abbado. Was ich von Claudio gelernt habe, ist mir eine Ehre, die Universität Mozarteum weiteren Studenten zu geben, sowohl beim Dirigierstudenten oder auch beim jungen Musiker, die werden Teil von unserem Sinfonieorchester. Musik ist phänomenal, weil es ist ganz genau wie Leben. Es hat schöne, aber es hat enorm brutalen, grauenhafte Momente und so weiter. Und das ist, was wir haben. Wenn es schön und ununterbrochen schön vom Anfang bis Ende wäre, so nach 5 Minuten würden wir uns langweilen. Aber dieses Kontrast, dieser enorme Reichtum, ja, das ist der Unterschied zwischen Entertainment und klassischer Musik. Natürlich. Entertainment ist gedacht, Gott sei Dank, nur in einem Winkel von Schönheit zu bleiben. Aber bei uns ist es echt. Es ist ganz genau wie Leben. Die Studenten hier bekommen durch die fantastische Gelegenheiten, was die Mozarteum hat, einfach die ganze Welt ein bisschen kennenzulernen und sich vorzubereiten für die echte musikalische Welt. Und ich hoffe, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass hier in dem Rahmen dieser fantastischen Universität im Sinne von Salzburg, in die Tradition von Salzburg, mit der jungen Generation das teilen zu können. Ja.